Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer neuen Folge bei Hogwarts Legacy. Ja, wir sind auf dem Weg zum großen Dorfplatz in Hogsmeade, wo wir Nutty treffen. Und wir haben ja unsere Einkäufe oder Besorgung gemacht, natürlich auch vieles für die Professor Weasley. Ach, guck mal, hier ist noch ein Buch. Eher gesagt, eine Seite. Direkt mal mitgenommen. Und ja, wir gucken jetzt mal, wir sollen Nutty ja jetzt treffen. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt zurückgehen oder wie es jetzt aussieht. Guck mal jetzt einfach mal. Nord Hogsmeade, Flohflammen. Natürlich haben wir auch hier wieder den Punkt entdeckt und da vorne ist Nutty. Und wir gucken jetzt mal, was Nutty so zu sagen hat. Und vergesse Däumchen nicht. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Oh. Oha. Lock ihn von den Häusern weg! Raus aus dem Dorf! Ja, moin! Ausweichen. Toll. Direkt mal gegen so einen Troll kämpfen, oder was? Also, da müsst ihr jetzt flink sein. Mit STRG könnt ihr dem Troll ausweichen. Wenn der kommt. Also immer schön irgendwie ausweichen. Und dann sehen, dass ihr den hier... Und dann Y könnt ihr die alte Magie nehmen, da könnt ihr die... Und damit könnt ihr dann so Fässer oder so... Und dann immer, wenn ihr so einen roten Kranz habt oder so, dann müsst ihr dem ausweichen. Manchmal klappt's, manchmal eher nicht. Zauber, die mir haben, die wirken noch nicht so ganz. Und immer schön die ganzen Sachen schmeißen. Und dann den Basiszauber so schnell und so viel wie möglich anwenden. Oh, und jetzt X. Yep. Tadam. Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Oh. Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja. Und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Ja, gern. Ja. Toll. Und nu? Oh, hallo. Haben Sie kurz Zeit? Mal sehen, was er will. Ja. Wir machen mal. Eins, was hätte er. Was ist er jetzt? Ah, hey, guck mal hier, Tässchen Tee. Ah, nochmal Revelio.
Eieiei, hier gibt es viel zu finden, also. Ja, Jung, was hast du da? Ach, jetzt müssen wir die Dinger da reparieren. Erst. Jetzt müssen wir hier mit Reparo das ganze Zeug machen, oder wie? So. Reparo. Na also, so gut wie noch. Das wünschte ich mir auf der Arbeit oder bei mir zu Hause. Dann hätte ich mir das ganze Aufräumen gespart immer. Oh. Zum Glück haben sie nicht mehr zerstört. Ja. Ach Gott, hier. Reparo. Aha. Rebellion. Engines von Boatcraft. Okay. Stufe 4. Sehr, sehr gut. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. So, das auch. So, das. Da ist noch ein Handbuch. Sehr gut. So, haben wir jetzt alle? Nee, eins müssen wir noch. Oh, guck mal, hier ein Haus. Da, wo der eben durchgekommen ist. Und da ist noch eine Seite, die holen wir jetzt auch noch. Ach, guck mal da. Was ist das denn? Wo ist er hin? Hier war doch gerade so ein Dodo. Naja. Naja, gut. Wir haben auf jeden Fall aufgeräumt. Dann brauchen wir das heute auch nicht mehr machen. So, jetzt gucken wir mal hier, was der Fürst von uns will. Wir haben gerade über dich gesprochen. Ja, natürlich. Wo ist das denn nicht so? Wenn man nicht da ist, dann wird über einen gesprochen. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Boah, was hat der für eine Brille, wa? Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Ah ja. Na, gucken wir doch mal. Erstmal das hier. Also wir hatten hier, das haben wir ja jetzt an. Und jetzt haben wir noch mal eine, die hat in der Offensive plus 5. Die müssen wir anlegen. Okay. So. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie hier. Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Wollen wir in die drei Besen gehen? Oh ja. Das klingt gut. Wunderbar. Hier entlang, bitte. Erstmal. Ich verkaufe mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Ja, ja. Ja, mach mal schon.
gehen jetzt erstmal in die Kneipe. Ein da drauf trinken. Auf den erfolgreichen Einkauf. Sie ist sehr charmant und eine mächtige Hexe. Ja. Es ist gut, sie zu kennen. Ja, wo war die eben, wenn die so mächtig ist? Oh. Hm. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran, dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. Ja, war das Lord Gok gerade eben? Spricht mal von der Wüste der Kamel, ne? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Renrock? Und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Ja, schon eine Weile hier, nicht? Ich sag mal, irgendwann muss man auch mal nach Hause. Dann ist das dunkel. Ja. Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Naja, gut. Du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren.
Nutze die Karte. Dann. Karte von Hogwarts. Hier oben. Südflügel, Gemeinschaftsraum. Raum. Von Gryffindor. Ja, Leute, da sind wir aber auch schon wieder, denke ich mal, am Ende dieser Folge angelangt. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Einschalten. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr heiterer und auch, ein ziemlich aufregender Besuch in Hogsmeade. Und ja, Auftrag abgeschlossen. Willkommen in Hogsmeade. Na siehste. Und? Nein, Stufe 5 haben wir noch nicht erreicht. Aber es geht jetzt ständig bergauf. Ich sag Dankeschön fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, vergesst das Däumchen nicht. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr so, dieses Let's Play von Hogsmeade findet. Hogwarts Legacy. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich sage Dankeschön, macht's gut, bis dann. Tschüss.